Heute machen wir einen leckeren Eiersalat mit Garnelen und Mais. Der Salat schmeckt mit Paprika saftig und knackig. Der Salat besteht nur aus 4 Komponenten. Das sind Eier, Mais, Garnelen und Paprika. Die komplette Zutatenliste findet ihr in der Beschreibung. Die Eier könnt ihr mit Hilfe von Eierschneider würfeln oder auch mit dem Messer schneiden. Ich nehme die Spitzpaprika, weil sie für mich schön knackig schmeckt. Ihr könnt aber auch andere Paprikasorten nehmen. Zum Beispiel auch Rot und Gelb zusammen kombinieren, so hat euer Salat mehr Farbe. Wer keine Zwiebel im Salat mag oder verträgt, kann den Lauch auch weglassen. Ihr könnt selber schauen, ob ihr eine ganze Dose Mais zum Salat gibt oder nur die Hälfte. Ich verrühre Remoulade gerne mit saurer Sahne. Der Salat schmeckt für mich dadurch saftiger und frischer. Ihr könnt aber statt der Remoulade auch leichte Mayonnaise mit Joghurt nehmen. Das schmeckt auch sehr gut. Servieren könnt ihr den Eiersalat in der Schüssel oder als eine kleine Kuppel auf dem Teller. Dazu nehmt ihr ein kleines Schälchen, füllt es mit Salat und stürzt ihn auf einen Teller. Zum Schluss könnt ihr den Eiersalat mit gehackten Kräutern garnieren und dann ist er auch schon fertig. In meinem Blog unter www.foodtemple.de findet ihr weitere tolle Rezepte. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Alles Liebe, eure Kathi.